Hallo meine sehr verehrten Freunde, willkommen zurück auf meinem Kanal. Und zwar, ich möchte mich als allererstes bedanken. Und zwar, das letzte Video von mir hat bis jetzt, ich glaube, 14 oder 17 Klicks gehabt. Okay, das ist nicht viel, ich weiß. Aber ich glaube, 3-4 Mal habe ich selber drauf geklickt, um zu sehen, wie die Qualität ist. Und der Rest wart eben ihr. Und das Coole ist, das hat fast so viele Daumen nach oben wie Views. Und das ist doch wirklich cool. Also wirklich vielen Dank für das. Auch wenn wir nur eine Mini-Community sind, ist das wirklich sehr, sehr nett. Also das freut mich. Vielen Dank. Als nächstes möchte ich sagen, danke Mr. Reichel Motorsport. Schaut mal bei seinem YouTube-Kanal vorbei. Der macht momentan iRacing-Videos über Pnesca. Das kommt auf meinem Kanal ja momentan etwas zu kurz. Replay-Videos mit wirklich guten kommentatorischen Fähigkeiten und natürlich auch online iRacing live, alles Nesca. Also schaut mal bei ihm vorbei, Daumen nach oben geben und unbedingt abonnieren. Der macht das erst seit kurzem und ist sehr motiviert, unbedingt vorbeischauen. Also lieben Gruß übrigens an ihn und ja, heute ein Video der anderen Sorte. Wir versuchen die Nordschleife zu fahren, die bin ich schon lange nicht mehr gefahren. Und zwar, ich gehe jetzt mit der Scroll-Taste durch die über 500 Mod-Autos, die ich da habe. Und sollte es ein interessantes Auto sein oder ein skurriles, aber nicht so irgendwas ganz normales, so Ferrari Enzo oder so, sondern es muss schon so irgendwie eigenartig sein, dann werden wir versuchen, unbeschadet eine Runde auf der Nordschleife zu fahren. Ist das nicht toll? Und ihr sagt dann irgendwann mal Stopp, okay? Okay, Stopp. M5E28 tuned. 514 PS, 1400 Kilo. Das könnte man versuchen. Sofern das Auto funktioniert. Manche Mods haben ja nicht hin bei mir. Ja. Okay, also es ist immer gefährlich, solche Mods, wenn solche alten Autos so viel Leistung haben, das sind dann, und eben noch tuned dabei steht, das sind dann meistens so Fahrzeuge, die fürs Driften gemacht wurden bei Assetto Corsa. Und die sind so, überhaupt Nordschleife, wer die Strecke kennt, das ist so richtig zu fahren. Okay, also, aber wir werden versuchen, sollten wir irgendwo dagegen crashen, werde ich weiter scrollen und ein anderes Auto finden, bis wir sofort wieder, also bis wir die Runde beendet haben. Aber jetzt geht's erstmal los. Okay, das ist, ich merke jetzt schon, dass das nichts wird. Okay, die dritte geht. Bremsbalance, ich habe jetzt nichts. Okay, ich merke schon, ja, was das Auto möchte. Es möchte querfahren. Und wir wollen nicht crashen, das bedeutet, das Video wird nicht lange dauern. Beziehungsweise die Fahrt mit dem Hobel wird nicht lange dauern. Okay. Also ich fahre jetzt nicht auf dem letzten Zahn, ich möchte da durchkommen, wenn es geht. Also quer geht gar nicht schlecht, aber ich will es jetzt nicht übertreiben. Das Video soll ja länger werden, wie ein paar Minuten. Ich möchte das erneute Scrollen durch die Mods verhindern, denn sonst wird das Video ewig lang. Ei, der rutscht ja einfach so nur, das ist ja juiuiui. Uiuiuiui. Noch ist nichts passiert. Ich muss auch immer ein bisschen das Gas antipseln, oder? Bin ja selber schuld. So, Downforce gibt es bei dem Auto eigentlich gar nicht. Das bedeutet, da oben die Kurve wird in einem Desaster enden. Und natürlich schiebt das Teil ja auch. So richtig. Nur querfahren ein bisschen. Das ist nicht schlau. Ja. Ordentlich Arbeit bei dem Ding. Uiuiuiui. Ja, die Bremsbalance passt auch überhaupt nicht. Gehst du da leicht auf die Bremse? Ist sehr viel hinten, also an der Hinterbremse los. Das bedeutet, vielleicht blockieren die auch, wenn ich da etwas zu fest drauf tritt. Und dann kommt das Heck natürlich sofort. Möchte ich nicht. Oh, kacke, 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 kacke.
Alter! Also das wird jetzt traurig und kurz. Jetzt fährt sie wie ein Boot. Ein Boot mit Grip irgendwie. Ganz ein seltenes Citroën Rallye-Auto. Okay, der Testarossa geht. Für mich eines der schönsten Ferraris, die jemals gebaut worden sind. Irgendwie stehe ich auf alles mit Klappscheinwerfer. Oh, wir dürfen nicht vergessen, dass das eigentlich nur großer Luxus-Opel ist und kein Rennwagen. So, und den werde ich jetzt behutsam bis zum Ende fahren. Er fährt sich gar nicht so verkehrt. Federung quietscht, bemerke ich gerade. Da kommt er mal wieder in die Werkstatt dann in nächster Zeit. Mit dem Ding ein Federbein tauschen ist sicher ein günstiges Vorhaben. Oh, Scheiße! Oh, Kacke. King Cobra tuned. V8 Power. Das geht auch nicht lange gut wahrscheinlich. Denn ich könnte so richtig langsam herumnudeln, aber wir wollen ja ein bisschen Spaß haben, nicht wahr? Ui, ui, das ist so viel Spaß. So, unterwegs im Cosworth Sierra. Sehr laut, sehr laut. Das Ding hat 6 Gänge. Oh, ich spüre gar keinen Asphalt irgendwie. Jetzt schon etwas zusammenreißen beim Fahren. Weil ich sehe auch so wenig über die Scheibenwischer drüber. Der Motor ist hochgegangen. XJ220, ja. So, aber jetzt wirklich. Irgendwann muss es ein Ende finden. Noch. Noch. Das Lenkrad ist irgendwie auf 100% irgendwas gestellt. Ich kann da nicht lenken. Was ist denn da los? Oh. Cooles Auto. Ja,
Ich sehe eine reelle Chance, das hier zu schaffen mit dem Ding. Schnelleren Passagen fuchtelt das Lenkrad wild hin und her. Oh. Eieieiei. Oh, das ist ganz schlimm, denn das reißt mir fast die Hände ab. Vollgaspassage da, aber nicht mit einem normalen Straßenfahrzeug, auch wenn das jetzt hochmotorisiert ist. Ist ja doch Anfang 90er, glaube ich, haben sie das Ding gebaut, oder? Okay. Schaut ja gar nicht so schlecht aus. Die Bremsen funktionieren nämlich gar nicht so übel. Schlimm, jetzt fahren wir natürlich da, auch wenn wir durchkommen, ungefähr 9 Minuten. So lang ist die Strecke mit dem Ding ungefähr, schätze ich mal. Haut es mich jetzt bei 8 Minuten 45 raus? Könnte es sein, dass ich mit dem ganzen Simulator hier beim Zimmer raus... Der geht nicht, also der funktioniert nicht. Oh, ich war nicht mit der Maus richtig. Okay. Was ist denn jetzt? Traffic, den habe ich nur so für Verkehr. Den kann man nicht fahren, leider. Der auch? Der funktioniert. Das Ding sollte nochmal Vorderradantrieb haben. Okay. Das muss man kuppeln und sequenziell fahren, also nicht Haarschaltung. Ah, es ist immer eine Action hier auf meinem Kanal, wenn ich so dumme Experimente mache. Jetzt sollte vielleicht wirklich einmal etwas langsamer fahren. Dass das Video hoffentlich bald ein Ende findet. Ich kann nicht in jedes Video so viel Zeit investieren wie das hier. Ich muss den Dreck ja dann auch noch schneiden und rendern und bleh. Die Autos, also so wie der Primera, die sind im britischen Tourenwagen, in der britischen Tourenwagenmeisterschaft gefahren. Gegen Ford Mondeos und so weiter. Und der Primera hat, glaube ich, auch die ein oder andere Saison gewonnen, aber ich kann mich da jetzt auch täuschen. Habe jetzt natürlich bei der Übersetzung nichts geändert. Das bedeutet, dass das Auto jetzt wahrscheinlich nicht mal die 250 knacken wird, schätze ich.
mehr da noch 2,50 läuft dann. Oder? Naja. Gut geschätzt, weil es ist auch wieder natürlich nicht so lange im roten Bereich penetriert. Wir leben noch nicht mehr. Ich glaube, der geht auch nicht. So, leider geht der. Ja, 32 GTR. Ich glaube aber nicht, dass es ein GTR ist. Ich glaube, das ist ein GTST. Ein GTR hatte ich mal. Ich habe es in jedem Video, glaube ich, erwähnt. Skyline R32 GTR. Okay, das ist ein Driftauto, wie es scheint. Ich kann fast nicht geradeaus fahren. Wir werden wieder nur ungefähr 1 Minute 30 unterwegs sein mit dem Ding. Uiuiuiuiui. Hartes Brot, hartes Brot. Vielleicht klappt es, wenn ihr ein bisschen weniger redet, oder? Mal einschätzen, wie schnell wir da fahren. Bei 180 beim Roll natürlich wieder aus. Am Tacho. Mit ABS ist da auch nicht viel. Okay. Das ist ein Ritt. Das Auto will nur quer. Du kannst keine Kurve normal fahren mit dem. Oi, oi. Hey, mir tun schon so die Hände weh. Jetzt haben wir blockierende Räder gehabt, kurz, nicht gut. Alter Schwede! Ich seh's mal nicht! Okay, diesmal, also bei dem Hobel hätte sich jetzt die Kamera wirklich Lenkrad und Pedale ausbezahlt, denn das ist unglaublich, da muss da alles, was man so gelernt hat, hier irgendwie
reinstecken. An akrobatischen Tänzeleien. Es fährt nicht mal geradeaus. Uiu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 
Meine sehr verehrten Freunde, vielen Dank fürs Zusehen, dass du dir das wieder angetan hast heute. Kaboing. Und wir sehen uns dann morgen. Auch wenn ich nichts tue, geht's Lenkrad zu.